Wie ihr im Thumbnail schon erkennen oder mitnehmen konntet, ändert sich dieses Jahr ganz gewaltig was, nämlich die DGM kommt nicht nach Fulda, sondern nach Stuttgart. Drum machen wir das Video, weil viele auch nachgefragt haben, wie, was, wo. Und genau. In diesem Video kriegt ihr jetzt alle Informationen, was wir auch aktuell wissen, kriegt ihr jetzt weiter. Also so viel ist ja noch nicht raus, außer dass das Ganze in Stuttgart stattfindet, auf der Messe in Stuttgart, und dass das Ganze nicht am 1. August-Wochenende stattfindet, so wie es bei der DGM immer ist, sondern am letzten Juli-Wochenende, am 29. und am 30. Juli 2023 findet die Deutsche Grillmeisterschaft in Stuttgart auf dem Messegelände statt. Aber eigentlich durfte es ja gar nicht DGM heißen, weil... Jetzt bist du dran. Ah, jetzt kapiere ich es, was er von mir wollte, weil diese Grillmeisterschaft ist dieses Jahr nicht die deutsche Grillmeisterschaft, sondern die internationale Grillmeisterschaft. Das heißt natürlich, dass Teams von der ganzen Welt kommen. So habe ich das verstanden. Oder international auf jeden Fall. Genau. Also nicht nur aus Deutschland. Genau. Also hoffe ich mal, wird dann mega interessant, einfach mal aus anderen Ländern Leute zu treffen. Also ich habe da richtig Bock drauf. Mhm. Nachteil, es haben sich schon ganz, ganz viele beschwert, weil das nicht mehr Mittelpunkt Deutschland ist. Ist leider so. Für uns wirklich 1,5 Stunden Katzensprung. Ich weiß auch, dass viele nicht kommen werden, aber es werden auch viele kommen, die wo vorher nicht nach Fulda gefahren sind. Von daher... Ist es eigentlich sogar fairer für alle? Also wenn man das jetzt so macht, dass es wirklich jetzt nicht nur in Stuttgart, wie jetzt in Stuttgart halt ist, sondern einfach wirklich mal ein bisschen tingelt durch Deutschland, dann ist es, erreicht es einfach mehr Menschen. Und das ist der Sinn dahinter, denke ich. Also so ist unsere Intention dahinter. Sehr viel mehr Infos gibt es da jetzt auch noch gar nicht, außer letztes Juli-Wochenende. Das Ganze findet in Stuttgart statt und es ist keine reine deutsche Grillmeisterschaft, sondern eine internationale. Genau. Und jede Information, was ihr wissen wollt, was wir natürlich wissen und erfahren, geben wir alles auf Instagram weiter. Wir haben es uns überlegt, ob wir jedes Mal ein Video machen sollen. Denken wir, okay, wegen jeder Kleinigkeit machen wir das nicht. Folgt uns einfach auf MG-Barbecue und also MG-Barbecue auf Instagram. Da kommen alle Infos oder in der Infobox aufklappen. Da ist auch ein Link, könnt ihr draufklicken. Da kommen alle Infos, wenn wir Neuigkeit wissen, was zur DGM. Aber also ich bin ganz ehrlich, ich muss nicht mehr wissen, wann sie ist, wo sie ist. Und das ist eigentlich für mich okay. International wird mega cool. Was definitiv sein wird, wir sind dort vor Ort. Genau. Also das können wir euch versprechen. Der Termin ist für uns safe, der ist fix. Und wir werden definitiv vor Ort sein. Ihr könnt uns dort treffen. Wir machen da wahrscheinlich Meet and Greet oder irgendwie irgendwas Cooles. Auf jeden Fall, wir sind dort, sprecht uns an. Aber wie gesagt, wie der Manu schon sagte, alles Weitere folgt in den nächsten Wochen immer mal wieder auf Instagram. Vielleicht, wenn es ganz final ganz klar ist, wann ihr wo uns treffen könnt, dann machen wir hier nochmal ein Video. Ansonsten ist hier auf jeden Fall zur DGM erstmal alles Wichtige geklärt. Ihr könnt euren Urlaub buchen, ihr könnt euren Termin buchen, meinetwegen Hotel buchen. Und wir sehen uns auf jeden Fall dann auf der DGM spätestens wieder. Und zwar, wenn es wieder heißt MG-Barbecue. Das war ein guter Abspann jetzt. Ja, das reicht ja auch. Ja. Mehr mussten die ja gar nicht wissen.